The fuck? Ich bin schon wieder im Krankenhaus und in das Bond. Ich auch eben. Ich habe noch einen Point. Ist fast in der Nähe da oben. Wo wir sind oder wo wir waren eben gerade, oder? Ja. Warum nur jemand, der mich mitnimmt? Ja, warte, ich lass mir nur meine MK2 liefern und dann hole ich dich. Ja, warte, ich komme im Medium. Wow, dein MK2. Da passt da kann man da drauf. Nicht, kann man da nicht zu zweit? Nein, da passt ich bin doch gerade an dem Punkt gerade, wo so. Wir waren. Ich hab doch die Heli von Enrico noch. Ich komme gerade runter. Ich sag nur nicht wie. Calm down, wir fliegen eh hoch, alles gut. Nur folgen. Kommt unter Spitze. Dieser. Ich bin schon mal hin. Wo müssen wir hin? Einfach zu mir folgen. Wo bist du denn? Oben beim Reichenfeld. Also Richtung Winewood Shed, okay. Ja. Und wo hier oben drin nämlich auch immer sein. Alter, ey, das ist unfassbar. Man kann hier nicht einfach mal rumfliegen, ohne dass man abgeschossen wird. Das ist, ja. Nein. Sagen wir da mal nichts zu. Kann das ja noch unsichtbar werden. Ne, der ist auch mit einem K2. Total dumm! Warum schießt ein MK2 eine MK2 ab? Natürlich nur, weil es eine selbst auf die Straße ist. Da, wo du jetzt gerade warst, ist der Punkt? Da, wo ich gerade bin, ja. Irgendwo ja, hier muss man sein. Ich würde es ja verstehen, wenn man die angreift, aber weißt du, so einfach so, oh ja, ja. Da ist einer. Gerade weil es auch noch 10.000 sind, die sie wieder verschwenden. Das ist halt das Gute bei dem Toreador, da kostet halt keine Rakete irgendwas. Das ist nee, ich meine, es kostet den ja 10.000, wenn er das zerstört, wenn du es versichert hast. Bin ich hier richtig? Das muss so sein. Oder warte mal. Doch. Muss hier unten sein. Wie hier gerade ziehen. Irgendwo da. What the fuck, Alter, das Spiel ist manchmal so unlogisch, unfassbar. Warum? Weil ich eben im Menü geguckt habe, da stand nächste Anfrage in 010-9876 und dann war vorbei. Wenn ich bei Mechaniker anrufe, kommt dann nächste Anfrage in 3 Minuten. Hä? Okay. Naja, komm ich jetzt mit dem Auto schnell dahin gefahren, ist ja nicht mehr weit. Viel Zeit haben wir ja eh nicht mehr. Ist ja bald um 1. Ja. Ja, schade, dass der eine nicht noch dazu gekommen ist. Ja, tut mir leid. Aber wir hatten doch trotzdem Spaß, finde ich. Ja. Wo ist er? Wenn er wieder irgendwo drin ist, ist es blöd. Bist du dir sicher, dass da einer ist? Laut der Karte, die es dafür gibt, ja. Alter, jetzt sagt das ein NPC. Also hier irgendwo, ja? Irgendwo hier an der Straße, ja. Kann auch sein, dass es auf dem Gelände irgendwo ist, aber. Das wäre blöd, du kommst hier halt nirgendwo raus. Und wo hast du ungefähr einen Anhaltspunkt? Hier in der Ecke, wo wir jetzt gerade sind.
Zumindest auf der Karte so angezeigt. Du wirst ja vibrieren, wenn du in der Nähe bist, ne? Ja. Und ich fliege mal zum nächsten Spot, ich kenne noch ein paar. Da kann man auch einen Lux werden und so einen Scheiß. Vor allem, wir sind gerade voll wie die Drogensüchtigen. Alter, wo ist die Pflanze, wo ist die Pflanze, wo ist die Pflanze? Ja, genau. Die NPCs rammen sich hier einfach mal voll weg auf der Straße. LOL. Ja, mich haben sie auch schon weg. Ich hatte einen LKW erwischt, ich hatte nur noch Half-Life. Was noch Half-Life? Aha. Ja. Half-Life? Half-Life. Was zum Mist. Au! Also ich habe bis jetzt noch nichts gefunden. Na wenn nicht, lass mal zum nächsten gehen. Vor allem ist ja auch nicht so viel Grünfläche, hier ist alles Holzveranda und so ein Scheiß. Wo ist der Heli? Der stand da, da. Hier, da oben. Geradeaus jetzt hier. Genau, genau, da hoch. Da oben. Ach, da. Du kommst schon auf die Dächer drauf, du musst nur hoch. Ja, auf den Dächern liegt es nicht. Liegt eigentlich sehr simpel irgendwo. Also. Es muss ja auf Grünfläche sein, es ist ja eine Pflanze. Perfekt erklärt. Ja. Oder? Also. So. Kev? Ja, warte, ich halte jetzt euch. Ja, warum auch immer. Ah, jetzt. Okay, alles gut gelöst. What the fuck? Warum werden wir geschossen, Alter? Das Spiel ist so random. Man wurde einfach ohne irgendeine. Und einfach direkt geschossen. Perfekt. Die Folge heißt bei Kev dann, wir suchen die Drogen. Keine Ahnung, kann sein, ja. Das ist leider ja, auch eine. Ja, ist jetzt nicht die, die ich gemeint habe, aber auf der Karte wurde mir jetzt hier auch einer angezeigt. Vorsicht hinter dir aus Zaun. Oh, shit. Lebt gerade das hier. Was ist denn mit diesem Typen, Alter? Der verfolgt uns einfach. Wer denn? Hä, waren wir jetzt nicht hier? Wo fliegst du denn jetzt hin? Ich orientiere mich gerade an der Karte. Ja, da ist schon ausgestiegen. Hier war ich vorhin, da habe ich vorhin schon gesehen. Söldner, warum haben wir Söldner? Erklär mir das mal bitte, warum habe ich Söldner? Ich steig ein, Kev steigt aus. Ja, ich dachte, wir wären jetzt aus. Hier unten? Ja, sieht jemand den Chief von euch? Nö, keine Ahnung. Doch, ja. Ja, der jagt mich. Die werden nicht aufgeben. Wer ist das denn? Das sind Söldner. Hat irgendeiner Söldner auf ihnen angesetzt. Hunde. Jetzt dahin, ja? Wo der Punkt ist. Ja. Junge, ich bin hier schon
der Sackett-Pisser. Da. Was denn für Pisser? Ja, die sind noch. Ah, ja. So, wohin jetzt hier? Wo ist der? Ja, soll das? Hier. Ah. Vor allem, du stehst da, puff, weg warst du. Ja, das ist geil. Drogen. Was bin ich? Mal gucken, was es gibt. Ich bin ein Pudel. Ich bin schon wieder der Scheißhahn, Alter. What the fuck? Was soll ich mit diesem verkacken? Komm her, kleiner Pudel. Warte mal, ich bin das Bleib. Scheiß Mobs. Mir wurde der Arsch rasiert, genau. Schade, dass es hier keine NPCs draußen gibt. Gerade hier hinten gibt es so viele. Ja? Drei oder vier Stück, ja. Es gibt sogar welche im Wasser, da kann man Hai werden oder Fisch. Hai? Wal. Delfin hatten wir gestern auch. Wollen wir dann noch eine andere suchen gleich? Weil ich bin schon dieser verkackte Hahn, Alter, da kannst du nichts mitmachen. Aber wollen wir mal Wasser oder noch mal einmal Land? Also, mir ist egal. Es ist alles aneinander hier hinten. Komm her. Das Blöde ist jetzt. Jetzt waren wir bestimmt gleich wieder in der Stadt spawnen, in dem scheiß Krankenhaus. Das ist ja dumm. Weil letztens sind wir nämlich hier hinten bei der Polizeiwache gespawnt. Gibt's hier keine Menschen? Nee. Du kannst. Nee, wir sind hier in der Nähe. Scheiße. Also ich mach's mal wieder weg, weil der ja, ich bin hier hinten gespawnt, das ist gut, das ist schön. Ich bin in der Stadt gespawnt. Hier ist nämlich auch gleich einer in der Nähe. Knapp 10 Minuten haben wir noch. Ja. Dann haben wir noch eine und dann machen wir Feierabend. Mhm. Haben wir auch reichlich erlebt heute. Ja, schade eigentlich. Dann machen wir Wasser. Dann machen wir Wasser. Jetzt Wasser oder was? Ja. Jetzt müssen wir nur tauchen. Hat jemand ein Fahrzeug? Wo Dreier reinpassen? Ach ja, das hin. Ich musste mal ganz. Ich steig mal mit bei euch ein hier. Ich muss mich ganz schnell mal pinkeln gehen. Ja, genau. Warte, da müssen wir durch umsteigen. Warte, Rico. Eigentlich müssen wir warten, bis Markus wieder da ist, weil der ist gerade auf Tour. Der hängt in dem anderen. Lass einfach bei ihm rein. Warum warten? Wir können gleich auch. Ja, Abflug. Du weißt Bescheid, Bullen. Alles mit den Drogen finde ich geil gemacht. Es gibt einen Trick, wie du kannst halt eine Taube werfen und dann kannst du als Taube einfach Haftbomben nach unten werfen. Also da gibt es irgendwie so einen Trick, da kannst du dich verpissen. Echt witzig. Wenn du so Spieler killst, aber in der Luft bist. Die suchen dich dann halt die ganze Zeit. So. Ja, das gefällt mir nicht so. Was gefällt mir? Nee, ein ehemaliger Betreuer von mir. Hat ein Foto von mir geliked. Wie wenig in der Lobby sind, guck mal, 11 Leute nur. Stimmt, die anderen sind alle gar nicht mehr da, hier. Die ganzen Kriegsveteranen, die wir vorhin hatten. Und der komische andere Heini da, der uns geärgert gemacht hat. Das mit dem Fahren üben wir nochmal. Gut, dass du nur fährst. Ja, ich weiß, deswegen, ja. Ich habe auch keinen Führerschein, also. Ja, so fährst du auch. Sorry, Herr Busfahrer. Ja. Wir haben sogar schon einen richtigen Busroutenplan, ne?
Ja, dann ich will auf jeden Fall mal mitmachen. Mir fehlt halt aber momentan dann die Zeit für viel zocken. Bin froh, dass ich heute mal irgendwie ein bisschen konnte. Ja, ja, das läuft ja eh noch nicht richtig an da bei Dings. Ja, dadurch, dass die aktuell alle Schüler haben, ist es recht ruhig. Ja. Das sagt schon viel über das, den Altersdurchschnitt aus, wenn du sagst, die haben alle Schule. Manche machen auch Studium. Ja, das ist aber Studieren und nicht Schule. Gut, ich weiß halt nicht, wer alles dazu ist. Der Älteste bist du. So, wo ist jetzt das Ding? Hier ist im Wasser. Wir müssen kurz schwimmen gehen. Und suchen. Das Blöde an den Wasserkarten ist, dass man sich immer orientieren muss. Bist du unter Wasser? Ja. Getaucht. Kann man halt nur auch nicht ewig, ne? Ja, ich weiß. Okay, ich dachte jetzt gerade, wir hätten sie, aber das war nur der Donner, der jetzt vibriert hat. Hier, bei mir. Glaube ich. Ja, hier vibriert es auf jeden Fall. Also Porrotz. Ja, hier sind auch so komische Geräusche. Hier. Die schwimmt. Neben mir einfach eine Rauchwolke aufgetaucht. Hm. Und, was bin ich? Ich bin ein Hai! Was bist du? Ich bin ein Hai. Was bin ich? Oh nein. Ich bin einfach nur ein Karpfen, Alter. Ich bin ein Hecht oder so. Ja, ein Karpfen oder was auch immer hier. Die Musik, ihr müsst euch die Musik geben, die ist so entspannt. Ich habe keine Musik an. Achso. Warum nicht? Aber das ist doch scheiße, dass ich nichts machen kann. Am Hai konnte übrigens auch was fressen. Warum hast du keine Musik an? Weil ich es bewusst nicht an hab. Wieso? Keine Ahnung. Kannst du als Hai mich eigentlich fressen? Ja, ich kann dich töten. Hör auf mit der Scheiße. Guck dir die Bewegung an, wenn ich versuche zu essen. Ja, wir haben uns aber auch die beste Zeit ausgesucht, es ist Nacht, man sieht einfach mal nichts. Hä? Bei mir ist es voll hell. Aber ich habe meine Helligkeit sehr hoch. Und es gibt noch eine, die ist ganz tief im Wasser drin. Da kannst du Buckelwal werden oder sowas. Das ist ganz cool. Aber da müssen wir echt weit nach hinten schwimmen. Quasi nur geradeaus. Das schaffen wir nicht mehr in 8 Minuten, glaube ich. Und ja, man darf auch kein Fisch sein, also da müsste man uns wieder zurückentwickeln. Ja. Können wir ja beim nächsten Mal machen. Oh. Wenn es dann noch da ist. Wenn sie dann noch da sind, aber ansonsten haben sie ja zumindest schon mal erlebt. Den darf ich essen? Hey Enrico. Ja, friss mich, ist okay. Oh. Das Ozeanium. So gerade noch. Jetzt hast du mich angestoßen. Ja, einmal kurz ein. Alter! Komm her! Gar nicht so einfach. Der Fisch, der wehrt sich. Der Fisch frisst einfach den Ei, ja. Ich kann leider nichts machen, das ist das Problem. Ja, du kannst nur schwimmen. Ich bin gestern fast eingeschlafen, aber. Ach. Weil wir waren ja so in so einer Gruppe aus 6-7 Leuten und sind da ja so als Schildton rumgeschwommen. Kannst du, hast du gerade versucht mich zu essen? Weil man sieht es ja nicht. Also du hast den Mund noch zu. Ja? Nee, der greift dich an, der macht nur so, der schüttelt den Kopf. Ah, ich dachte, du kannst jetzt echt so einen anderen Fisch fressen. Ja. So einfach ist es nicht. Ach, mir hat gerade jemand geschrieben. Mann, wo bist du? Ich will dich essen. Vergiss es.
Ich bin weit, weit weg von dir. Gar nicht. So, ich beende dann schon mal meinen Livestream, ne? Wiederschauen, reingehauen, wie einer immer so schön sagt. Ja, kriegst nicht. Mich wirst du nicht fressen. Na gut. Ja. Gut. Jetzt tauchst du mal. Natürlich tauchst du dann aus der Pfütze auf. Gut, gut. Ich sag dann nochmal auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Aufnahme. Arbeiten muss. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich weiß es halt nicht. Keine Ahnung. Mal sehen. Wir können aber auch Samstag nächste Woche. Gucken. Wie gesagt, ich weiß es noch nicht. Ginge auch, weil da ist kein Rennen wegen 24-Stunden-Event. Wir könnten auch Samstag mal, wir könnten auch Sonntag lassen. Was? Und mal Samstag wieder unsere Karriere weitermachen, Markus. Da sind wir auch schon wieder. Können wir gucken. Er haut mich und in dem Moment schießt er auch keine Rakete. So. Einfach fast der nächste. Nee, der drückt neben mir gescored. Viel Spaß. Haut rein.